Wir gehen zurück ins Inland, schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen. Seit gestern hat das Robert-Koch-Institut 17.419 positive Testergebnisse registriert. Das sind 4.534 weniger als vergangenen Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 103,6. Allerdings gibt es auch 278 weitere Todesfälle. Mehr als 36,8 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden. Jeder Dritte in Deutschland hat mindestens eine Spritze inzwischen bekommen.